Hey Leute, willkommen zu dem versprochenen Livestream-Ankündigungsvideo. Und ja, also, ich wollte ja einen Livestream machen, habe ich ja in dem letzten Video gesagt, am Mittwoch. Und das Ganze wird natürlich auf Twitch stattfinden, am Samstag, den 5.3.2016, also diese Woche. Ja, momentan haben wir Donnerstag, ich werde das Ganze auch höchstwahrscheinlich am Donnerstag hochladen. Ja, hier ist der Link zu meinem Twitch-Profil sozusagen, oder beziehungsweise zu meinem Twitch-Stream eigentlich vielmehr, weil ihr kommt da direkt zu meinem Stream. Den werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung tun und auch nochmal in den Videotitel, also klickt dort einfach nur drauf. Und wenn ihr euch ja angemeldet habt, könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne folgen, dann verpasst ihr gar keinen Stream mehr. Also falls ich mal irgendwie einen unangekündigten machen sollte, was ich eigentlich nicht mache, dann, dann seht ihr es hier spätestens, wenn ihr mir gefolgt habt, per Mail und so weiter und so fort. Ja, ich habe 15 Follower, momentan nicht so viel, aber dafür, dass ich kaum streame, ist es eigentlich schon ganz gut, finde ich so. Weil auf Twitch, finde ich, ist es noch schwieriger bekannt zu werden als auf YouTube. Ja, also finde ich eigentlich schon ganz nice, dass ich hier schon 15 Follower habe. Ja, hier noch dann so ein paar Links zu meinem YouTube-Kanal und meinem Twitter-Kanal, aber das geht ja gar nicht hier drum. Also ja, ist momentan offline wirklich schon gesagt, weil ich ja erst am Samstag streame. Ja, soviel dazu. Es wird um ca. 17 Uhr starten. Falls es zu Verzögerungen kommt, dann kann es sein, dass es sich um eine halbe Stunde oder so bis um 17.30 Uhr verzögert. Aber ich versuche wirklich um 17 Uhr zu starten. Es kann sein, dass es halt so im Zeitraum 17 bis 17.30 Uhr erst stattfindet, aber ich versuche wirklich pünktlich um 17 Uhr zu starten. Also stelle ich auf 17 Uhr ein, aber falls da 10 Minuten später losgeht, dann schaut einfach 10 Minuten später vorbei. Das heißt, wenn ihr jetzt um 17 Uhr auf meinen Link klickt, dann der noch nicht online ist, dann klickt halt 10 Minuten später auf meinen Link und macht dann derzeit was anderes. Ja, er wird schon in diesem Zeitraum irgendwann online gehen, also ja. Ja, und spätestens um 22 Uhr ist dann Schluss. Ja, weil ich dann noch ein bisschen privat zocken möchte und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Fernsehen gucken möchte oder YouTube-Videos und so weiter. Ich denke, das versteht man. Ja, also spätestens um 22 Uhr ist Schluss. Nur so viel schon mal gesagt. Ja, jetzt zu einer der wichtigsten Fragen, nämlich was wird gespielt? Ja, hauptsächlich werde ich Minecraft, PvP, Jump'n'Run und vielleicht sowas auch wie Master Ball, das kann man ja jetzt nicht weder zu PvP noch zu Jump'n'Run packen, deswegen habe ich auch mal so eine extra Kategorie eröffnet. Ja, sowas wird eigentlich hauptsächlich gespielt, also halt die Minigames eigentlich und ja, Freunde können mit mir dann zocken und auch Zuschauer, das heißt, wenn ihr mit mir zocken wollt, addet mich auf Skype und dann schreibt mir entweder auf Skype, wenn der Stream läuft nur, also nicht vorher bitte, nur wenn der Stream läuft, schreibt mir auf Skype, dass ihr mitmachen wollt oder halt in den Twitch-Chat. Es kann sein, dass ich die Twitch-Nachrichten vielleicht 5 Minuten später lese. Sorry an dieser Stelle, aber mein zweiter Bildschirm funktioniert nicht. Also, ja, aber ich werde schon lesen. Also, ich werde schon 5 Minuten später, werde ich auf jeden Fall schon lesen. Ja, also eins von beiden, dann könnt ihr auch mit mir Minecraft zocken. Ja, PvP, lade ich euch zum Beispiel in die Party ein und vielleicht können wir sogar mal uns auf dem TS treffen. Ich kann natürlich nicht mit allen reden, das habe ich letzten Stream gemacht und da waren dann irgendwie 8 Leute im Raum und darauf habe ich keinen Bock, wenn dann alle durcheinander reden, deswegen, können dann vielleicht ausgewählte Leute mal in den TS kommen, wenn gerade keine Freunde oder so online sind. Ja, und dann werde ich ein wenig Star Wars The Old Republic noch spielen, wenn mir Minecraft gerade irgendwie keinen Bock mehr macht, dann werde ich eine halbe Stunde oder so mal vielleicht Star Wars The Old Republic spielen. Dort werde ich entweder leveln, das heißt, entweder wenn Tiger Danny kommt oder irgendwie noch ein anderer Zuschauer oder Kumpel oder was auch immer, dann werde ich leveln, also halt einen neuen Charakter, beziehungsweise einen Low-Charakter nehmen und dann zusammen mit euch sozusagen leveln. Oder wenn gerade niemand Bock hat auf das Game, dann werde ich allein ein bisschen Endgame zocken, das heißt ein paar Quests machen, vielleicht auch mal einen Dungeon oder so im Stream. Und ja, so viel soll dazu gesagt sein. Ja, und weil ich habe ja schon ein Level 65er und ein Level 60er und 65 ist das Max-Level, ja, deswegen kann ich gut auch Endgame zocken. Ja, und eventuell ganz, ganz, ganz vielleicht, wenn der Stream dann nicht schon zu Ende sein sollte, spielen wir noch ein bisschen Star Wars Battlefront mit Freunden oder halt auch mit euch. Ihr müsst dann mir entweder auf Skype oder auf dem Twitch, im Twitch-Chat euren Minecraft-In-Game-Namen schicken. Oder halt euren Origin-Namen, dann werde ich euch adden und dann lade ich euch in die Party ein zu den jeweiligen Spielen. Ja, und dann ganz vielleicht, wenn ich gerade wirklich keinen habe, dann werde ich euch nochmal anschreiben. Also fragt bitte nicht nach dem TS, sondern ich werde euch schon anschreiben, wenn ich sage, ihr könnt auf den TS kommen im Prinzip. Dann werde ich euch schon anschreiben, also keine Angst, also nicht irgendwie fragen, das ist irgendwie unnötig. Ja, aber falls ihr mitspielen wollt, einfach per Skype oder im Twitch-Chat mit euren Minecraft-Namen, beziehungsweise eurem Origin-Namen oder eurem Star Wars The Old Republic-Namen. Ja, weil so geht das dann halt. Ich bin übrigens bei Star Wars auf dem Server Vanja Wallace Shane. Ich schreibe ihm mal
Ja, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. So ähnlich wird er, glaube ich, geschrieben. Ja. Also, falls ihr das Game auch zockt, dann könnt ihr mich dort auch sehr, sehr gern adden. Ich heiße so wie jetzt auf YouTube. Ja, zumindest in meinem Main. Ja, so viel dazu. Also schaut sehr, sehr gern bei dem Stream vorbei. Würde mich freuen. Ja, wie gesagt, am Samstag um ca. 17 Uhr wird er starten. Wird mich extrem freuen, wenn ihr. Komm, Leute, rast mal richtig aus. Bitte schaut dort einfach mal vorbei. Auch wenn es irgendwie nur 10 Minuten sind. Ist das wirklich sehr, sehr cool. Und die Chance ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr mitzocken könnt. Also, ich sag mal so zu 95% könnt ihr mitzocken. Natürlich so zu 50% oder so, ich sag mal zu 40% könnt ihr auf dem DS mit mir sein. Und zu 95%, wenn nicht sogar zu 100%, könnt ihr mitzocken. Ja. So viel nur dazu. Also schaut bitte sehr, sehr gerne vorbei. Es lohnt sich echt wirklich. Und ja, vielleicht könnt ihr dann auch mal mit mir zocken. Oder sehr, 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 sehr wahrscheinlich könnt ihr mit mir zocken. Und ja, hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut sehr, sehr gerne heute vorbei. Heute vorbei bin ich behindert. Schaut sehr, sehr gerne Samstag vorbei. Und auch schaut auch sehr, sehr gerne heute vorbei bei meinem Minecraft-Video. Das wird doch gleich online kommen. Und ja, bis zum heutigen Video dann. Und bis zum Stream, Leute. Ciao.